Habe die Ehre, küsst die Hand, herzlich willkommen bei der Board Game Melange. Servus Maria. Hi Markus. Wir müssen wieder auspacken. Ne? Es hilft dir nichts. Ich ständig nur aus. Ich meine, diese Videos sind Urfahrt. Das wissen wir alle. Deswegen heißt es Deswegen so. Heißt es ja auch so, aber wir machen es trotzdem, weil das ist nämlich ein Problem. Um Spiele spielen zu können, muss man sie vorher auspacken. Muss man sie vorher auspacken und dann freut man sich drauf und dann denkt man sich, oh, was ist da drinnen, was ist da los? Genau. Heute schauen wir uns drei an. Man hat schon im Thumbnail gesehen, aber wir haben ein großes Spiel, ein mittleres Spiel und ein kleines Spiel. Ja, wie immer. Wie immer? Nein, nicht wie immer. Fast wie immer. Fast wie immer. Schau, ich habe da Foodtruck. Ui. Ein kleines Spiel. Habe ich mir gedacht, ja, will ich mal anschauen. Man hat wirklich seinen Foodtruck und will besser sein als die anderen. Und da gibt es angeblich sowas, dass du aufpassen musst, dass du nicht das Gleiche hast wie die anderen. Habe ich gehört. Ja, das ist bei Foodtruck schon mal toll. Weil wenn zwei Foodtrucks nebeneinander stehen, die beide dasselbe haben, wird es schwierig. Bist du ein Foodtruck-Fan? Oh, ich liebe Foodtruck. Also ich mag das, wenn ich auf ein Festival gehe oder irgendwo gehe und einfach Sachen ausprobieren kann. Ja. Weißt du, so Sachen, die du normalerweise nicht essen würdest. Mhm. Ja. Letztes Mal habe ich diese Arancini, heißt das. Das sind so Reisbällchen. Ja. Die habe ich versucht und habe ich gegessen und ich habe mir gedacht, wow, wieso gibt das nicht früher, also immer. Schau, da haben wir so. Ein cooler Starkspielermarker, genau. Vermutlich. Nicht wundern, wir haben momentan keine zweite Kamera. Yep. Nicht wundern, wir sind jetzt auch hier wieder in einer anderen Location und da fehlen halt ein paar Dinge. Nichts, aber ihr seht es, das ist ein kleiner. Genau, ich habe vielleicht längere Arme. Ja, vielleicht. So, dann haben wir Regeln. So, ganz kleine. Schau, ganz kleine Heftchen. So. Sind nicht viele Regeln. Nein, das ist ein kleines Spielchen. Hätte man trotzdem größer schreiben können. Ja, hätte man vielleicht, ja. Schauen wir mal. Das ist wirklich nicht viel da drin. Dann haben wir dazu kleine Kärtchen. Und das sind wahrscheinlich eh die Foodtrucks. Weil da ist auf einer Seite steht zum Beispiel Mama's Kitchen. Ja. Dann steht da Hot and Tasty. Ui, da gibt es heiße Chicken Wings vielleicht. Ja, und so, also das verschiedene Namen. Brooklyn Food Truck mit Hamburger. Ja, also, und da sind dann normale Symbole wahrscheinlich, was man mit den Karten machen kann, wenn man sie ausspielt. Man weiß es natürlich nicht. Ja. Dann haben wir ein paar Tokens. Ja, die Karten sind kein Linen-Finish, die sind ganz normale, simple Karten, einfache Symbologie. Mhm. Ja. Ja, dann haben wir Tokens, so zwei davon. Best in Town. Nein, Food Truck. Ja, da will man quasi eine Auszeichnung bekommen für seinen eigenen Food Truck. Ja. Die Steigerung von Food Truck für mich ist eigentlich nur noch Street Food. Also wenn man sich irgendwelche Dokus anschaut in Thailand und Co., was es da für Street Food gibt, wow. Ich bin ein großer Fan davon. Ja. Ich liebe es, Sachen auszuprobieren, also überhaupt Essen. Ich bin da wirklich einer, wenn ich in ein Land fahre, dann will ich alles probieren, was sie dort haben. Und da bin ich manchmal enttäuscht, manchmal freue ich mich, oh, habe ich was Neues entdeckt. Das ist, gehört dazu ein bisschen. Ja, da war die Hinterseite. Ja, und ich gebe dir einen Teil. Ja, ich bitte darum, genau, ich mache bis jetzt nicht viel. So, da haben wir zum Beispiel ein Kebab, einmal mit ohne alles. Und dann haben wir auch noch verschiedene Döners. Ja, ich habe zum Beispiel Süßigkeitenladen mit Eis, so Bananensplit. Bananensplit, ja. Da haben wir so eine Nudel. Ups, die ist am Boden gefallen, die Nudel. Eine Nudelbox. Mhm. Kennt man ja vom Asiaten vielleicht. Ich habe dann eine Hamburger. Eine Salami-Pizza mit extra Käse. Und dann habe ich da Pommes natürlich. Ah, da haben wir eine Pokeball. Pokeball, ich liebe Pokeballs. Pokeball. Ich liebe Pokeballs. Ja. Und schau, dann haben wir einen Hotdog-Laden. Und da haben wir ein Taco. Ein Taco. Ja. Ich würde es erst sagen Quesadilla, aber es ist ja ein Taco. Ja, das ist ein Quesadilla-Taco. Oder Nein, so. Oder so. Aber wie schon gesagt, also ich finde es okay, das ist eher so 70er-Touch, 80er-Touch. Ja, nein, ich würde sogar sagen 50er. Also es fühlt sich schon ein bisschen so wie McDonald's in den Ursprüngen. Genau, in den Ursprüngen, in den Anfängen. Ja, mag ich. Also ich mag die Karten. Ja. Schauen wir mal, was es kann. Ja, man weiß es nicht. Vielleicht kann das was Gutes, vielleicht auch nicht. Man weiß es wirklich nicht. Aber für ein kleines Spielchen ist es ganz schön klein. Ist es vielleicht gut. Ja. Ja, Ancient Knowledge von Yellow. Ich mache das gleich auf und dann zeige ich. Gibt es natürlich einige, die sehr begeistert darüber sind. Genau. Andere vielleicht weniger. Interessant haben wir hier von Benjamin, der wird hinten beworben. Der macht hier der Brettspiel Blue. Macht er. Neben dem Dice Tower wird erwähnt, also da hat man es geschafft im Leben. Ne? Ja, eine normale Schachtel. Spielanleitung.
Schauen wir uns das gleich an. Ja. So, mit ein paar Bilder. Ich weiß nicht, ob da auch Beispiele dabei sind. Oh ja, da Beispiele, ja, das mag ich. Und die Hinterseite sind Effekte und so weiter und so fort. Ganz goldene passend. Regeln, wahrscheinlich so. Passt schon. So, da haben wir so Wissenstafeln. Ja, genau. Oder so Steine. Ja, und so steingemeißelte Sachen. Ja, genau. Steintafeln. Ja. Und das die sind dick. Könnte einfach, ja, das sind sehr dick sogar. Könnte eine Währung sein. Gold- und Silberwährung oder so, weiß man nicht. Da haben wir noch Steintafeln. Noch so riesengroße Steintafeln, eher so Menhire. Oder wie heißen die? Was? Diese Hieroglyphen? Nein, was auch von dem Weißen Haus steht, diese. Na, nicht Menhir, wie heißen die? Ich Obelisk? Obelisken, na, Menhire um Obelisk. Weißt du, ihr wisst, was ich meine. So, dann haben wir das da. So ja, das Bett ist nicht allzu groß. Mhm. Aber Seite braucht er nicht mehr. Genau. Ja. Dann haben wir, glaube ich, das ist für jeden Spieler jetzt. Genau. Das war der grüne, das ist der blaue. Genau. Schau, das mag ich, wenn das wieder andere Grafiken für jeden Spieler sind. Ja. Nicht die immer das gleiche, nur in andere Farbe, sondern wirklich. Schauen wir uns den roten. Ja, mag ich, mag ich. Und dann den lilanen, den werde ich wahrscheinlich eh nie spielen können. Ja. Lila ist Lieblingsfarbe von vielen. Mhm. Ägypten. Ja. Ja, dann haben wir einen kleinen Wertungsblock. Das ist schön. Ein der ist nicht immer dabei. Selbst in ultra deluxe teuren Spielen, ja, wo man definitiv einen bräuchte, sind manchmal keine dabei. Faschor. Genau. Genau der. Da haben wir wahrscheinlich so Stufen. Ja, vermutlich. Ich, wobei ich da nur eine Zweierstufe sehe. Mhm. Aber sind wir im Hotep zum Beispiel. Yep. Oder da haben wir dann den Pythagoras, ne, der Satz des Pythagoras. Ja. Also A Quadrat plus B Quadrat ist C Quadrat. Ich habe die Stufe 1 bei mir. Dann haben wir sumerische Keilschrift, die ist ganz wichtig gewesen im Leben der Menschheit. Gibt es auch 6 Erkenntniskarten. Ne? Ja, ich habe Protoschrift. Die Maya-Schrift. Phönizisches Alphabet, der goldene Schnitt, naja bitte, der goldene Schnitt, der befindet sich wirklich in der Natur sehr, sehr oft, schon. Bei den Muscheln zum Beispiel, ich glaube, das ist da eher abgebildet, ja. Ich habe einen tolle Mäus, schießt du Mäus heißt ja, er. Ja, tolle Maus. Tolle Maus heißt er. Ja. Was gut ist, da ist eine Inlay. Ob ja. sie funktioniert, wird man dann rausfinden. Es ist zumindest ein übersichtliches Inlay. Und es ist aus Plastik. Das kriegst du gerade. Aus plumpen Plastik, ja. Und dann haben wir noch 2 Kartenstapel. Jo, Stapeldecks. 2 Kartendecks. Jupp. So, schauen wir, was wir können. Da ist, die Hinterseite ist, glaube ich, bei mir alles das Gleiche. Ja, bei mir auch, ja. Genau. Ja. Damit wird eben dieser Kartenfluss gebildet, wo eben dann die Karten im Laufe der Zeit einfach dann wieder verschwinden. Manche schneller, manche langsamer. Das kennen viele von Tolkien, diese Scheibe, diese Maya-Scheibe. Genau, da meinen Tempel. Ja. Das sind jetzt verschiedenste Monumente natürlich. Hier haben wir tatsächlich eine Pyramide. Mhm. Pantheon haben wir da. Ja, es sind eigentlich nur Pyramiden hier dabei, verschiedenste. Mhm. Ah ja, was haben wir da? Die Sabu-Scheibe. Ah. Zum Beispiel. Muss ich nicht wissen, wofür sie ist. Da haben wir noch nicht kennen. Die Moai-Statuen, da schaut ganz base. Babylon. Ganz interessant. Ich finde die Grafik gut. Also das ist kein Linen-Finish drauf. Das finde ich schade. Noch den Runenstein von Kensington. Aber ich finde die Grafiken gar nicht schlecht. Ja, ist ganz okay. Die sind okay. Man weiß, was sie darstellen sollen, wenn man sie anschaut. Genau. Oh, das finde ich schön. Ein paar sind auch schön. Ja, die Sphinx, die habe ich schon in echt gesehen. Ja. Dazu noch die Nase. Magst du so Ägypten? Ja, ich meine, ich war jetzt schon 3 oder 4 Mal in Ägypten. Ich brauche nicht mehr hin. Ich habe schon alles gesehen. Oh, aber ja. Ei, was haben wir da? Yonaguni. In Japan. Ja, einfach schön. Geschichtlich bin ich ihm interessiert. Solche Monumente sind auch wunderschön irgendwie. Mhm. Und
Wir haben das Spiel schon live gesehen, nämlich in Nürnberg, haben wir uns das kurz angesehen, oder war das Essen, ich weiß gar nicht mehr, in Essen, haben wir das kurz gesehen, das war ganz interessant und natürlich, es gibt den einen oder anderen YouTuber, wir haben sie auch schon eingangs erwähnt, die da auch recht begeistert sind von dem Spiel. Mhm. Ich bin gespannt, es hat eh schon viel zu lange gedauert, dass wir das jetzt endlich spielen können. Naja, wir haben das auch in Essen gespielt. Nicht gespielt, aber uns angeschaut bei der Aktion. Yellow hat uns das persönlich präsentiert, hat uns das gezeigt. Aber es ist natürlich immer was anderes, wenn man selber ein Spiel spielt. Genau. Wir bleiben bei Monumente, wir bleiben bei den, so, bei den Wunder der Welt sozusagen. Wunder der Welt, von Food Trucks bis zu Wunder, Ancient Knowledge und jetzt haben wir Wunder der Welt. Ich mache es auch, dann zeige ich es euch gleich. Genau, in Deutsch beim Kobold Verlag rausgekommen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das ein Spieleschmiede-Spiel war oder ob das direkt rauskam. Aber da haben wir das. Und das ist natürlich schon cool, ihr werdet gleich sehen, warum. Mhm. Machen wir das auf, das Schachtelchen. Hat ein paar nette Monumente nämlich dabei, 21 Stück an der Zahl. Ja. Und das werden wir dann auch noch sehen. Hat für die Tischpräsenz natürlich ein bisschen... Die Regeln sind ja ganz, nur ein paar Seiten wirklich. Ja. Große Seiten allerdings. Ja, große Seiten, aber trotzdem, ja, mag ich. Da sind die Wunder dann beschrieben, glaube ich. Genau. So, dann machen wir die Plättchen. Das ist ja ein Plättchenlegespiel auch, ja. Ja, und auf die Plättchen stellen wir dann die Wunder wahrscheinlich. Vermutlich. Straßen. Dann haben wir das. Das ist wahrscheinlich für jeden Spieler. Hat jedes Spiel auch seine eigene Plättchen? Das weiß ich auch nicht. Weil die sind ja verschiedene Farben. Da habe ich blau, grün, braun. Jetzt kommen lila. Wenn es sonst keine Farbe mehr gibt, ja. Es gibt fünf Spieler, fünf Farben. Ja, dann sind das die Spieler. Jeder hat wahrscheinlich eine Anzahl an Plättchen. Und die sind okay. Also die sind aus dicke Pappe. So, schauen wir uns dann die Pläne von den Spielern. Die schauen so aus, von einer Seite. Von der anderen Seite so aus. Ist immer gut, dass man zwei verschiedene Arten zum Spielen hat. Das ist bei allen gleich. Ja, die sind bei allen gleich. Fünf Stück davon. Seite A und Seite B. Und dann haben wir so Leisten. Auch da haben wir sogar mehr als fünf. Zwei, drei, vier, fünf. Nein, es sind fünf, ja. Genau. Für jeden Spieler. Für jeden Spieler und dann so Zentrale wahrscheinlich. Oder vielleicht für Solo, das kann auch sein. Das kann natürlich auch sein. Ja, das wissen wir nicht. So, was haben wir da noch? Säckchen. Dann haben wir Karten da. Ich mach da gleich mal weiter. Wir haben da so kleine Holzressourcen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Wir haben da ein Zahnrad. Mhm. Ein Tongefäß, eine Amphore. Mhm. Dann haben wir da... Das ist ein Kopf, oder? Naja, ich weiß nicht, was das ist. So, ich glaube, das ist ein... Ah ja, jetzt ist es auch. Ein Frauenkopf. Frauenkopf. Ja, jetzt ist es auch. Und ein Blatt haben wir noch. Mhm. Ja. Ein Hoch auf die zweite Kamera. Und eine Sonnenscheibe, sag ich mal. Ja, ich habe da drei verschiedene Karten, also Kartenarten. Die haben eine so Hinterseite. Dann haben sie sowas. Das ist eher so asiatisch angehocht. Und dann solche. Und jetzt schauen wir sie uns an. Die da sind ja gleich so. Das sind so Formen wahrscheinlich, oder was man, ob man was bewegen kann oder was ausspielen kann. Oder so eine Variante. Genau. Und diese da, das sind dann die Wunder, glaube ich, was sie alles können. So, weil da sind die Pyramiden von Gizeh, Ishtar-Tor. Ishtar-Tor. Von Marrakesch. Genau. Tien Mupagode, also was chinesisches, trojanische Pferd und so weiter und so fort. Hier haben wir die Holzteile, das ist, dürfte eine Brücke sein, das sind jetzt alles irgendwie so eine Monumente. Brücke. Da haben wir eine Bogenbrücke, eine einfache Bogenbrücke. Mhm. Und dann haben wir hier eine coole, das ist cool. Doppelte Bogenbrücke, ja. Schaut wirklich cool aus. Und dann haben wir hier diese Monumente, diese... Ja, was ist das, wie heißt das? Menhir oder Obelisk? Weder noch. Ein Pillar. Ein Pillar of Eternity, oder was? Genau. So, und bei diesen Karten, die schauen dann so aus. Uferpromenade, Ackerbau und so weiter und so fort. Dorf,
Was, wieso, warum, weiß ich nicht. Ich glaube, das sind sogar Punkte, diese... Mag diese sein. Schauen wir uns jetzt die coolen Sachen an, bitte. Na komm, ja. Schauen wir uns die coolen Sachen. Das ist diese Tori, sehe ich schon aus Japan. Ah ja, genau. Das sind diese 100 Tori. Damals das Opa. Ist da... Na. Nein, das ist ich was dachte. Aus Griechenland. Glaub. Ja. Dann haben wir so ganz simple... Häuser oder ja. Mauern oder so Teile ja. von Mauern. So griechische Säule. Oder römisch, nein, ist griechisch, ja, weiß ich nicht. Dann auch so eine Säule. Das ist ägyptisch, ja. Da haben wir nämlich dann das Ankh-Zeichen zum Beispiel. Hier haben wir die Pagode. Da haben wir ein Totem. Alles aus Holz natürlich, ja, also das ist ganz, ganz cool. Ja, das ist ein cooler Tempel. Also das sind schon cool. Holzteile. Da ist der trojanische Pferd. Ja. Und ich, Angkor Wat. Mag ich auch. Ja. Und dann gibt es da so Chunky-Teile. Wieso, warum? Weiß ja, weil man das noch so... Sie sind das dann die Pyramiden? Ja, das sind die drei Pyramiden, ja. Es gibt ja drei Pyramiden. So. Ne? Die sind ja drei Pyramiden von Gizeh und die waren ursprünglich, so sagt man, weiß mit einer goldenen Spitze. Genau. Ob das wirklich so ist, man weiß kann es man nicht. Kann man nur erraten oder in die Zeit springen. Und dann haben wir da zum Beispiel Kolosseum, die sind aber viel größer. Ja. Also da sind zwei Teile zusammengeklebt. Ja. Das fette Kolosseum, ja. Kolosseum. Dann Pantheon. Das Pantheon. Das sind natürlich die Weltwunder. Ah, ja, na klar. Schau. Da haben wir den Kahlenberg. Genau. Schaut aber auch cool aus. Da, schau. Ein cooler Tempel. Tempel, ein Maya oder Inka. Ah, das da. Das ist der Leuchtturm von Delphi. Genau. Und so weiter und so fort. Also es sind wirklich viele Chunky-Teile. Das dürften oder könnten die hängenden Gärten sein. Ganz sein, oder vielleicht waren die das. Ja. Das kann auch sein. Also man weiß es nicht. Weil ich bin schon sehr interessiert an das Spiel, weil auch da hört man Gutes, es hat natürlich nette Komponenten, das macht natürlich Spaß. Weltwunder, das ist für mich immer, auch wie vorhin auch schon bei Ancient Knowledge, so Errungenschaften der Menschheit. Das interessiert mich wirklich sehr. Und damit ein bisschen zu spielen im wahrsten Sinne des Wortes kann schon cool sein. Ne? Und ich mag Plättchenlegen-Spiele, also da bin ich wirklich schon neugierig, wie sich's spielt. Ich habe das damals auch bei der Messe gesehen und habe mir gedacht, soll ich es kaufen? Ich weiß nicht. Und dann schaut das, ich weiß nicht. Und dann habe ich das nicht gekauft und dann habe ich es bereut. Aber jetzt haben wir es und jetzt schauen wir es uns an. Yes. Falls ihr eines oder mehrere dieser Spiele schon mal gespielt habt, dann bitte. Tut euch keinen Zwang an und schreibt uns in den Kommentaren, auf was wir uns freuen können und wo wir uns vielleicht auf eine Enttäuschung vorbereiten sollten. Ne? Kann ja auch sein. Schreibt dazu, was bei euch da gut ankam und warum. Ja. Wenn ihr etwas davon spielen wollt, auch da könnt ihr euch natürlich an uns wenden. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Yep. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüssi, Gatto.